Wo ist das Problem? Was denn für ein Problem? Ja, weiß ich selber nicht. Was ist denn eigentlich das Problem? Ja, genau, was ist denn das Problem? Nein, bitte, wann Sie mich hier lassen? Nein, hallo. Du bist ja eine Vargos-Bitch. Oha. Oh, warten Sie kurz. Soll ich ihn rausbegleiten? Nee, lass ihn mal drin. Wir wissen, was er von uns will. Schönen guten Tag. Ein wunderschön. Onkel, warum haben Sie denn das Messer in der Hand? Ich würde jetzt gleich zu ganz bösen Leuten hingehen und mal denen zeigen müssen, was Manieren sind. Oh nein, das ist aber ganz böse. Ja, hallo. Möchtest du mitkommen, Süßer? Ja, aber natürlich, wenn ich dann einen abschlachten kann. Ja, natürlich, wenn es soweit kommt. Ja, das hört sich doch super an. Wenn es soweit kommt, kannst du es gerne machen. Ja, am besten mit einem Billardschläger. Mit einem Billardkö. Ja, ne, bitte nimm. Was? Ratte? Hey, was? Ganz ruhig. Was hast du gesagt? Ganz ruhig. Hier, nimm den Stuhl. Hier, komm. Mhm. Bitte schön. Der schmeckt nach Kartoffelscheiße. Willst du mal eine Runde damit drehen? Ja. Warte. Was denn das? Hier, steig an. Scheiße, Mann. Was lachen denn die Onkel da über mich? Die lachen nicht über dich. Ach so. Aber ich hab gar keinen Führerschein. Sicher, dass ich einfach fahren kann? Ich fahr mit dir. Nicht, dass ich in die Onkel reinfahre. Nee. Machst du schon nicht. Okay. Einfach den Rückwärtsgang rein. Also ich müsste hier auspacken, würden Sie? Nein! Wo wollen Sie denn hin jetzt? Ja, wir fahren jetzt zu den Vargos. Ja, das hört sich nach Gambo an. Das ist sehr unterhaltsam. Ja, die waren ein bisschen frech die letzten Tage. Auf geht's, ich habe gerade mein Arbeitslosengeld bekommen. Perfekt. Ach, Baby, bekommt man Geld? Ja, das ist ein sehr kulanter Start. Perfekt. Baby, weißt du, was ich gehört habe? So, Jungs, wir fahren los. Ja, was haben sie denn gehört? Dass die über dich gesagt haben, die Vargos. Was? Dass du die in die Windeln geschissen hast, weil du Angst vor denen hast. Ich werde mit in ihren Köpfen Billard spielen, blöden Penner. Wenn es soweit kommt, dann kommst. Dann kannst du mit denen machen, was du möchtest. Tob dich bei den Austern. Die meinen auch, dass du ohne deinen Schnuller gar nicht schlafen kannst. Was? Das ist eine Lüge. Ganz ruhig. Sobald er wieder da ist, fahrt bitte das einfach weiter, ja? Das ist aber eine coole Kolonne. Ja. Ein Mann hinter uns hat einen Spoiler. Ja, ein Spoiler. Ja, das ist ein schöner Spoiler. Den hat er sich selber gebaut. Aus, Versandkartons. Richtig. Ja, so ungefähr. Ah, das hat aber schön gemacht. Mein Papi ist nicht gekommen. Wo ist denn dein Papi? Weiß ich nicht. Dort vielleicht, keine Ahnung. Wie heißt er denn? Papi. Einfach nur Papi, hat er keinen Namen? Das weiß ich doch nicht. Der heißt einfach nur Papi. Ah, Daddy, okay. Ja? Ja. Daddy. Darf ich die Verhandlung führen? Wir verhandeln nicht, alles gut. Alles ich will verhandeln, bitte. Alles Onkel, ja, darf ich verhandeln? Hätte ich einfach sitzen. Komm her, sei brav, komm her. Ich bin sehr gerne. Ich bin unser kleines Baby, ja? Ich kann wirklich sehr gut verhandeln. Also, so, wenn ich spreche, dann habt ihr die Schnauze zu halten. Also, wo ist das Problem? Okay, wo okay. ist das Problem? Was denn für ein Problem? Ja, weiß ich selber nicht. Was ist denn eigentlich das Problem? Was ist denn das Problem? Zu dem Problem kommen wir jetzt. Onkel, was ist das Problem? Wir waren frech und respektlos zu uns. Frech! Ihr wart also. So frech. Hm? Wir waren frech, ja. Warum wart ihr frech? Kleiner. Ich glaube, du verwechselst da was. Komm mal her. Ja? Wir haben doch auch gesagt, dass du nur mit Schnuller einschlafen kannst und dir in den Windeln scheißt. Was? Was? Warum sagt ihr denn sowas? Ihr seid blöd, Männer. Hey, was hab ich zu der Wortwahl gesagt? Was hab ich dazu gesagt? Wir haben gar nichts gemacht. Also ich lasse jetzt hier die Onkel verhandeln und wenn sie zum Gambo kommen sollte, ziehe ich meine Waffe und One Tape. Ah, ich mach euch halt kaputt. Also bis gleich. Nein, machen das. Was ist denn da hinten los? Ich glaube, das ist ein Streamsniper. Ich erschieß den, ja? Onkels, ich erschieß den Mann da hinten. Das ist ein Sniper. Einen Moment. Alles gut. Ich hab mich drum gekümmert. Okay, alles gut. Das mach ich nicht nochmal. Wer ist eigentlich das Baby? Aniermehl, mein Name. Aniermehl. Ich wurde angezündet. Das kann nicht explodieren. Das ist sehr warm. Super. Ist Elektro, kann nicht explodieren. Warum fühlt ihr euch so, wenn ihr einen Mann mehr habt, wenn ihr mit zwei Leuten dort seid und wenn einer von uns allein ist, warum fühlt ihr euch so? Warum seid ihr so respektlos? Ja genau, warum? Ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht. Wenn du deinen Jungs nicht unter Kontrolle hast, ist nicht mein Problem. Ich hab meinen Jungs unter Kontrolle. Genau. Chris, was haben wir heute für einen Tag? Sonntag. Richtig? Ich höre das sogar bei dir. Gut. Bitte
Bitte bannen Sie den weg! Bitte bannen Sie den einfach nur weg! Nein, bitte bannen Sie mich! Ja, nein, bannen Sie mich! Hallo! Bannen Sie mich! Digga, was ist das? Dummer, kleiner Bastard. Ich bin ja der in der Luft schwebt, ich bin dumm! Guck mal, der, der in der Luft schwebt, ist dumm! Ich komme aus dem seinen Mund, das ist sehr creepy. Oh. Ey, schieß auf mich! Was? Hä? Den hole ich mir, den Penner. Haha, ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja! Penner, blöder Ich glaube, der Fuß klemmt noch auf dem Gaspedal. Ja, ja, ja. Oh! Und der andere? Was der andere weiß ich nicht. Darf ich dein Gutenberg abnehmen? So, die restlichen Jungs. Ja. Zwei von euch kümmern. Ja. Bisschen feini. Bisschen echt feini, ja? Ratte. Wir gehen nachher Meckes, ja? Der Penner sagt die ganze Zeit Ratte zu mir. Wer? Wer? Der mit der Maske. Sag das nicht nochmal, okay? Ein niedriges Schmerzempfinden. So, noch 6 Geiseln. Hilfe, ich bin noch im Onkel. 6. Machen wir nach Bankraub, machen wir Shisha-Bar. Wir machen natürlich. Ja, Shisha-Bar. Aber auf meinen Nacken heute, okay? Ich bring Party Laras noch mit. Ja, AMG. So, einmal deine Hände hoch. So, jetzt an der Wand. Also, Hände hoch, ja? Geißel, hast du mich verstanden? Oh. Wie bitte? Du bist eine Geißel, mitkommen. Das ist ja endlich mal eine angemessene Reaktion. Nicht. Die anderen sind alle so gefühlskalt. Ja, bitte keine Ahnung, was mit denen los ist. Mitkommen. Dir wird nichts passieren, solange die Cops keine Faxen was machen, ja? Was ist das für ein Baby? Wie kann Dein das... Vater. Die Waffe ist ja größer. Komm. Hä? Sie sind schon mal sehr sympathisch. Sie erkennen mich wenigstens als Baby und nicht als Ratte. Wer seid ihr denn schon wieder? Lass du Blacks Baby, ich geb dir einen Heiki-Pitch. Die neu einreißen, mal in die wieder Cops müssen. Hey. Wir müssen eine neue Geisel suchen. Ja, die hat mich eher abgefuckt, die Geisel. Ey, der kommt, passieren. pass auf. Dick. Hello there. Herr Adamol. Aua, aua. Ja, fliegt halt weg, ihr dumme Idioten. Perfekt. Das sind ja sehr gute Leute. Bruder, warum sind jetzt 3 Kakerlaken auf einen Haufen? Ja, klar. Ja, das ist hier so einer davon gewesen. Wer? Der geht nach vorne. Geht nach vorne. Mach mal dein Endo. Nehm kurz den Lambo und holen wir den. Platz mit X war wohl nix. Das für ein Banküberfall, hier läuft ja gar nichts. Macht ja gar keinen Spaß hier. Hey, macht halt echt keinen Spaß. Was zufällig ihr kennt? Die Geiseln haben Kinder? Ja. Ja, vielleicht kann ich ja mal mit denen im Sandkasten spielen. Ey, der mit... Was ist gelb und kann schießen? Du... Eine Banone! Achso, komm mit nach vorne. Nee, mein Vater, der ist ja schon aufgewachsen. Und meine Mutter, die ist... Amerikanisch. Warum nicht? Wären sie doch mal lieber in die Mine gefahren. Ich glaube, der Onkel ist tot. Und der Onkel ist, na, der ist nur schlafen gegangen. Oh, hallo? Oh, süß. Oh. Baby mit Waffe, oh mein Gott. Du bist ja eine Vargos-Bitch. Oha. Oh, was? Ja. Oha. Wo bleiben die 35 Waffen? Wie alt ist denn das Baby? Wie alt bist du denn schon? Bro. Ich glaube, älter als du. Porkos. Also, ich kenne... Es ist langweilig, ich gehe schlafen, glaube ich. What the fuck, Digga? Der hat mein Bro umgebracht. Ey, tschüss, Digga. Tschüss. Du bringst meinen Kollegen um. Tschüschlan. Tschüschlan. Achso, was ist eigentlich mit Shisha-Bar? Ja, können wir gleich hingehen. Shisha-Bar. Wunderbar. Schauen wir da hin? Ja. Komm, wo ist mein Kollege? Komm. Shisha-Bar. Shisha-Bar. Runter vom Bike. Runter vom Bike. Easy. Beide geholt. Wie geht's denn, mein schönes? Hä? Warum hat ihr einen Reifen ein Loch? Haben wir nicht. Doch. Scheiße! Du wolltest dich hier vorstellen? Ja. Dann erzähl mir mal ein bisschen was über dich. Also ich bin Paniermehl. Ich bin geboren in San Francisco. Mein Papi finde ich gerade aktuell nicht. Der hat sich bestimmt wieder zugesoffen. Mami ist tot. Okay, das tut mir aber leid für dich. Und ich bin schon ein halbes Jahr alt und ich kann gut fliegen, gut Auto fahren und gut Gambo. Gambo kannst du gut. Ja, Gambo! Und ich kann auch gut Schutzgeld eintreiben. Ja, natürlich, bei den Vargos. Haben sie ja vorhin gesehen. Der Bitch habe ich es gezeigt. Das hast du sehr gut gemacht. Was stellst du dir denn so unter einer Familie vor? Lolalit? Ja, Loyalität meinst du? Ja. Okay, was noch? Dass mir immer einer Waffen gibt. Okay. So, wir werden alle beschossen.
Hm? Wir sind mit dir unterwegs. Was machst du dann? Wir leben alle noch. Leben. Erstmal würde ich überprüfen, ob noch alle leben. Alle leben noch, ja? Alle leben. Okay, wir werden beschossen. Ja. Ich würde um die Häuser herum rennen und von der anderen Seite die Lobobs wegsprayen. One-tappen? Genau. Das ist doch Kamora. Das ist Kamora. Wo bin ich hier? Was? Wer seid ihr wirklich? Also Loyalität, dass man seine Familie nicht verrät. Ja. Alpha hier, ey. Ruhe. Kurz Stimmbruch gegangen, oder was? Wer gelacht? Wer von euch hat alle gelacht? Alle haben gelacht. Ja? Also du willst ja noch unserer Familie beitreten, ja? Gut. Ja. Ich habe eine Frage, ja? Ja. Du bist mit der Familie unterwegs. An einem schönen Abend. 20 Mann, es regnet, ja? alle werden nass, auch du. Du hast einen Regenschirm dabei. Was machst du mit dem? Entschuldigung. Bist du sicher? Ja. Okay, gut. Ja, war das Hitbox. Das PD kommt, hält dich an. Die durchsuchen dich. Sass. Du hast eine Langwaffe dabei. Die geben dir zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst für 10 Jahre in den Knast. Wie lange? 14 Jahre. Nein. Oder du gehst den. Wirklich, ihr macht mich gerade alles so aggressiv. Entweder rafft ihr euch jetzt oder ich rutsche gleich über eure Mütter drüber, anstatt über Vargas. Habt ihr mich verstanden? Du bist alleine unterwegs, das PD hält dich an. Die durchsuchen dich und stellen fest, du hast Langwaffen dabei. Gruß und. Oha, Baby. Hallo. Hi, wie geht's dir? Gut. Wie heißt du? Ich bin Paniermehl. Ah, Paniermehl. Perfekt. Ja. Ja, wieso? Und wie kannst du denn Auto fahren, hör mal? Ja, ich kann nicht Auto fahren. Ich hab den Penner da umgerotzt. Siehst du ja. Bruh. Liegt der? Ja, der ist tot. Ja, der stand mir im Weg. Habt ihr schon wieder Scheiße angefangen? MG13 ist bei uns, Bambaro. Bienen. Haben die Scheiße gemacht? Ja, die waren. Die haben sehr viel Scheiße gemacht. Hab ich mir schon gedacht, deswegen war ich vorsorglich schon mal hier. Perfekt, Baby. Perfekt. Du hast ja schon unsere Farbe auch an. Passt. Ja. Mama, heute Abend Shisha-Bar. Wann kommt Shisha-Bar wieder rein? Ich dachte, du bist kein Ausländer. Stimmt, da hat jemand aktiv geguckt. Da hat jemand aktiv geguckt. Ausländer? Ich bin doch kein Ausländer! Okay. Nee, der Server ist ohne Whitelist-Gespräch. Stopp! Jungs, wir sind Jungs! Jungs, stopp, Jungs! Jungs, stopp! Ey, hier sitzt so Huse wie ne. Medusa, 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 Medusa.